Also erstmal im Hinrundenspiel war die Saison sehr, 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 sehr frisch, sehr neu. Da war das, glaube ich, nicht ausschlaggebend oder nicht aussagekräftig. Jetzt ist es so, dass man nach der Anzahl von den Spielen, ich glaube, bei den Mannschaften schon sieht, in welche Richtung das gehen kann, nicht gehen muss. Und dass wir vor Leipzig stehen, das würde ich sagen, ist dann trotzdem auch eine Momentaufnahme, weil die Qualität von Leipzig brauchen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Ich glaube, dass es dann eher so ist, dass wir weit über unseren Zielen sind und Leipzig einfach ihren Zielen noch ein bisschen hinterher sind. Was sich natürlich verändert hat durch den Trainerwechsel. Ich glaube, das sieht man auch in den letzten Ergebnissen von ihnen. Und deswegen, wir nehmen das als Momentaufnahme und deswegen freuen wir uns auf das Spiel gegen eine sehr, sehr starke Mannschaft. Und wir hoffen, dass wir dementsprechend auch ja, mit ihnen und ein gutes Spiel zeigen werden. Und für uns geht es darum, dieses Spiel gewinnen zu wollen. Und das machen wir ja immer, unabhängig von den Stärken, die einzelne Mannschaften haben. Und dass Leipzig zu den besten Mannschaften in der Bundesliga zählt. Ich glaube, darüber müssen wir nicht diskutieren. Ich glaube, das ist auch jedem klar. Und es ist dann eher so, dass sie ihren Zielen einen Moment noch hinterherhängen. Und wie gesagt, wir werden sehen, wie es nach dem Spiel aussieht. Ich hoffe, dass wir vor ihnen bleiben. Also erstens sieht man, dass ich vor diesen Spielen, gerade wenn meine Jungs auf dem Platz sind, immer eine gewisse Aufregung habe. Das wird sich nicht vermeiden lassen bei mir. Das hat aber auch nichts damit zu tun, ob zu Hause oder nicht, dass ich mich freue, dabei zu sein. Ich freue mich, dass ich diesen Job habe. Und ich liebe das. Ich liebe das, da am Rand zu sein. Und deswegen, aber die Aufregung wird nicht anders sein als zu Hause oder da, weil ich da auch nicht an mir, wie soll ich sagen, ich werde mich da nicht verändern. Und da bin ich dann halt so, wie ich bin. Und das hat nichts damit zu tun, wo ich mich gerade aufhalte.